In der vergangenen Woche haben sich 4 extreme Ereignisse mit Softwarewaffen, so betitel ich es jetzt mal, weil es in der Zeitung genauso steht, ergeben. Diese Berichte schauen wir uns mal genauer an. Los geht's mit dem Video. Servus zusammen, der Ivan von GSP Airsoft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und man mag es kaum glauben, wenn man solche Artikel in der Zeitung liest. Doch ich muss hier wirklich sagen, ich bin vorab schon mal positiv überrascht von den Artikeln, wie sie verfasst wurden, denn sie sind größtenteils wirklich sehr, sehr objektiv, sehr gut geschrieben und nicht hetzend gegenüber dem Thema Airsoft bzw. Software, wie es, wie gesagt, die Zeitung hier angesprochen hat. Wenn ihr generell mehr über Airsoft hier erfahren möchtet, vielleicht seid ihr durch diesen Artikel hier auf den Kanal gekommen. Auf jeden Fall abonnieren, wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Airsoft, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Wir schauen uns aber jetzt den ersten Artikel an. Und der erste Artikel handelt um einen Mann Mitte 30, der in einer S-Bahn in Nordrhein-Westfalen alkoholisiert eine Softwarewaffe gezogen hat und mit dieser Softwarewaffe einfach mal wild in die S-Bahn rumgezielt hat. Die S-Bahn war voll besucht. Fahrgäste haben es dann geschafft, den Mann niederzuringen. Das finde ich schon eine sehr, sehr erstaunliche und heldenhafte Tat, denn Airsoft-Waffen sind einfach täuschend echt und ab 2, 3, 4, 5 Meter erkenne ich nicht mehr, ob es sich hierbei um eine Airsoft-Waffe handelt oder nicht. Es gibt kleine Punkte, da kann man es natürlich erkennen. Vorne der Lauf, der Inner Barrel, wenn man den sieht, aber wie gesagt, auf Distanzen von 2 bis 5 Meter, vielleicht auch 10 Meter, erkennt man da so gut wie gar nichts mehr. Da macht es die Tat umso heldenhafter und umso mutiger, wenn es hier die Männer geschafft haben, den Mann umzureißen. Eine ähnliche Nachricht kam aus Berlin, habe ich ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der FAZ gelesen, dass es hier einen Jugendlichen im Alter von 15 Jahren dazu getrieben hat, mit einer Softwarewaffe wild in der S-Bahn rumzuschießen. Also auch vollbesetzte S-Bahn, Jugendlicher zieht eine Softair und schießt in der S-Bahn rum. Glücklicherweise gab es 2 Polizeibeamte, Bundespolizeibeamte, die auf dem Weg zur Arbeit den Jugendlichen direkt festgenommen haben. Und solchen vermeintlich Kriminellen erwartet dann ein hohes Maß an Folgeermittlungen. Bedrohung, Androhung von Straftaten, Störung des Friedens, Führen einer Anscheinswaffe und meistens auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Also ich kann euch schon mal empfehlen, Freunde, es lohnt sich nicht, ein bisschen frei zu denen, um in der S-Bahn oder in der Innenstadt rumzurennen. Das führt mich dann nämlich zu meiner nächsten Meldung. Denn 2 Jugendliche sind mit Softwarewaffen in ein Einkaufszentrum marschiert und da man sowas gerade in der aktuellen Sicherheitslage sehr, sehr ernst nimmt, hat diese Tat einen SEK-Großeinsatz ausgelöst. Die sind dann angerückt. Auch hier haben es die Polizeibeamten erfolgreich geschafft, ohne Gewalt die Täter von ihrer Tat abzuhalten, beziehungsweise hier die Täter zu fassen. Gute Leistung an die Polizei, denn ich möchte euch mal erleben, wenn irgendwelche Typen, sei es jetzt Jugendliche oder hier Mitte 30er, mit einer gezogenen Waffe auf euch zielen oder auf euch zukommen, wie ihr da reagiert. Da muss man natürlich einen kühlen Kopf bewahren und deswegen hier starke Leistung meiner Meinung nach von der Polizei, beziehungsweise den Männern in der S-Bahn. Weiter geht's. Und hier war ein 19-Jähriger vor einer Pizzeria unterwegs, der einen Mann in den Oberschenkel geschossen hat, was schon eine klasse Aktion ist, einfach irgendwelchen random auf der Straße anzuballern. Aber die heftige Meldung kommt noch. Ein weiterer Passant wurde verletzt, als man ihm mit der Airsoft-Waffe angesetzt an der Schläfe körperlichen Schaden zugefügt hat. Und das finde ich schon sehr, sehr heftig. Das geht, all diese Meldungen gehen meiner Meinung nach weit über der Verantwortung jetzt mit Airsoft-Waffen hinaus, sondern es geht hier wirklich ganz klar um Fälle der Erziehung. Das ist nämlich generell mein Punkt, dass die Waffen nur missbraucht werden aufgrund mangelnder Erziehung, sei es politische Erziehung oder Erziehung aus dem Elternhaus. Denn da muss schon wirklich einiges passieren, dass ich auf die Idee komme, irgendwelchen random Passanten meine Waffe an die Schläfe zu halten. Das hat schon nichts mehr mit Spielen zu tun. Auch ganz klar Punkte der Erziehung, dass 2 Jugendliche einfach mit Pistolen in ein Einkaufszentrum rennen. Ich möchte gar nicht die Schuld komplett von den Händlern abwenden. Man muss eine ordentliche Aufklärung betreiben und auch wir sehen uns hier in der Bringschuld ordentlich aufzuklären. Aber die Aufklärung muss natürlich auch ankommen. Daher stelle ich mir die Frage, warum tritt man nicht mit Spielern, Veranstaltern, Händlern und so weiter mehr in Kontakt? Warum versucht hier nicht seitens der Politik, seitens der vielleicht auch sogar Polizei mit den Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, mehr auseinanderzusetzen? Ich meine, in anderen Branchen macht man das genauso, sei es die IT, wo man sich mit IT-Experten auseinandersetzt, oder sei es auch im Punkto Konsummittel, Alkohol, Kaffee,
Auch der Konsum von Betäubungsmitteln. Hier werden Experten immer mit zur Rate gezogen oder vermeintliche Experten. Man ist immer schwer zu sagen, wer Experte ist und wer nicht. Aber ich würde doch hier ganz klar auf die Aufklärung setzen. Denn mit einer Aufklärung und mit einer entsprechenden Erziehung funktioniert das alles deutlich besser. Und die Waffen, das ist ein anderes Thema. Und dazu gibt es auf Kuma Tactical die Bullet News. Denn es brandheiße News, Terrorverdächtige wurden festgenommen, vollautomatische Waffe wurde gefunden. Super interessantes Thema, ist genau meine News, denn hier geht es ganz klar um Gesetzesänderungen und warum diese einfach nichts bewirken. Das war's zum heutigen Video mit diesen schockierenden Nachrichten. Wenn euch, wie gesagt, diese Videos gefallen haben, lasst ein Abo da und jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Was haltet ihr von solchen Meldungen und solchen Sachen generell? Ab ins Kommentarfeld. Ich freue mich wieder sehr auf euch, dass wir uns gegenseitig austauschen und wir sehen uns später in der Power Hour auf twitch.tv/gspsoft. Da unterhalten wir uns wieder in der Power Hour live über genau dieses Thema und noch andere News. Ich bin gespannt. Wir sehen uns dann auf Twitch und danke fürs Zuschauen. Euer Ivan. Haut rein.